Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gothic 2. Wie heute geht's nach Ödorat. Nein, Spaß. Nein, wir finden jetzt den Weg nach Ödorat. Hoffentlich. Das liegt doch auf der Hand. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Warum erfahre ich das jetzt erst? Kriege ich Erfahrungspunkte? Nee. Ja, ist auch definitiv irgendwie. So, wo ist das Buch? Xarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einer Geheimtür versteckt. Um meine Aufzeichnung über die Tempel Belias zu schützen. Hätten meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnung gewusst, hätten diese verblendeten Narren sicherlich alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, als dass es diese Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Ja, okay. Ja. Hier? Ja, da muss ich durch bestimmt, aber... Hier? Lampe? Okay, jetzt. Okay, die Pfeile sind ja. Seht man zu den Abfuck hier unten, Tor. Aber gute Erfahrungspunkte. Profi. Auch nicht mitkriegen hier. Sag mal, ich bin doch hier wie ein Elefant im Porzellanladen. Hier ist eine Tür. Sackgasse. Okay. Ja, das jetzt echt, wenn jetzt kein Licht anmache, ich glaube, damit mache ich die Sicht einfach noch schlimmer. Nope. Einfach nur ein klitzekleines Labyrinth. Ja, man hört das Böse. Nichts zu holen. Nein.
Wie viele werden das hier sein? Aua. Okay, Dämon. Schlecht. Sehr gute Erfahrungspunkte. Okay, jetzt nicht mehr. Almanach. Ich hoffe, dass die Kuppe des Erz vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Der König ist einfältig genug zu glauben, dass wir die Kuppe zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Doch lange wir mit diesen Ratschlägen unserer höheren Zeit erreichen, soll es uns recht sein. Ich hoffe, dass es genug Zeit mit uns auf den Kampf vorzubereiten. Sobald die Kuppe und das Mieter erschaffen ist, werde ich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Aus Waffen des Drachenheeren, um ein Panzer aus Drachenschuppen und die höchste Härte zu verleihen, so kann man die Schuppen mit dem Erz überziehen, welche in dem Tal der Insel Karynis gefördert wird. Bestimmt, wie soll das Karynis bedeuten? Alter Name bestimmt. Um ein dem Drachenheeren würdige Klinge zu erhalten, muss man die Klinge in Drachenblut tränken. Schon die Beigabe einer Menge von 5 kleinen Figuren verleihen dem Stahl eine Härte und Schärfe, da nichts entgegenzusetzen ist. Anmerkung: Mit Karynis zweifellos sollte Karynis gemacht. Achso. Also wussten die was von den Schläfern im Miental? Doch es ist doch anders gekommen, als sie es erwartet haben. Das Gesetz ist immer dort, wo Menschen zusammengekommen sind, muss gemeinsam geregelt werden. Ob das in Stadt oder Großbauen, gibt es was Interessantes da? Nee. So, verstaubtes Buch. Und die Karte von Irdorat. Da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Okay, das war zu erwarten. Ich bin mir nicht sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Alpen Lüderath handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel nicht weit weg. Vor Karynis Hafen Belias Interesse an den Erzmin wird immer offenkundiger. Es wird ein Krieg geben. Ein Krieg um das Schicksal der Welt. Ich scheine der Einzige zu sein, der die Vorzeichen deuten kann. Um mich herum scheint sie jeder zu ignorieren. Es wird der eine kommen, und mit seinem Erscheinen hat der Krieg begonnen. Dieser Krieg ist so alt wie die Zeit, aber scheint sich eine Entscheidung abzuzeichnen. Und ich werde nicht tatlos zusehen, wie andere das Geschick der Welt in ihre Hände nehmen. Ich habe die alten Schriften studiert und Anleitungen gefunden, wie man die sangenden Waffen der alten Drachenheeren herstellen kann. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wo man die Zutaten herbekommen soll. Zur Sicherheit habe ich das Rezept in Almanach niedergelegt. Der von uns kann schon sagen, was die Zukunft uns bringen mag. Vielleicht ja sogar Drachen. Er hat alles gewusst. Okay. Sind wir hier fertig.
Aber was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, ist hier was versteckt? Ja, alter Tod. Hey, du. Ich habe eine Geheimtür gefunden. Was? Wo? Hinter einem Bücherregal. Was ist dahinter? Es sieht aus wie ein altes Kellergewölbe. Das ist eine wichtige Neuigkeit. Ich werde sofort Pyroka davon unterrichten. Du musst derweil herausfinden, was in diesem Keller ist. Hab ich doch schon. Ich war im Gewölbe. Und was hast du gefunden? Dort unten war ein Skelettkrieger, der eine Tür bewacht. Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Wir werden uns mit dem Gewölbe beschäftigen, wenn wir das Böse besiegt haben. Es gab zumindest einen, der alles vorausgesehen hat. Aber wirklich alles. Hey, du. Finde ich, ist natürlich sehr interessant. Es gab einen, der alles schon wusste. Was sind die Tränen Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht! Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Was sind jetzt die Tränen Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen, denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen, ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Xardas hat mir den Trick verraten. Ach, so ist das. Interessant. Ich kann nur für dich hoffen, dass Xardas schlechter Einfluss dich nicht verdirbt. Ich warne dich. Geh diesem alten Teufel nicht auf den Leim. Du könntest es bereuen. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten.
Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Es ist ein Scherz. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort. Und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht. Und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Gut. Das muss ich nur finden. Was hast du hier zu suchen? Kluges Kerlchen. Gott, das darf nicht euer Ernst sein jetzt. Hey, stimm auf. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Aye, aye, Sir. Gut, soll ich mit Milton? Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Okay, Großbau. So, jetzt nehmen wir Gorn mit. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich hab da meine eigene Meinung. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das hat er doch vorher gewusst. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Besser? Na, das wundert mich nicht. Was kann ich für dich tun? Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Ja, das hat er wirklich behauptet. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ich habe so einiges gehört. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Das höre ich zum ersten Mal. Ist das wirklich wahr? Oder bald ist hier aber. Meine Meinung. So, wo ist der Schmied? Da. Verdammt! Was ist los? Hey! Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onas Hof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Ich werde dich benachrichtigen, wenn ich dich brauche.
Gut, ich bin hier. Weiß ich nicht, wie viele wir mitnehmen können. Ich weiß, wie man die Rüstung noch verbessern kann. Dann erzähl mal. Du kannst die Drachenschuppen mit magischem Erz überziehen. Da bin ich selber auch schon drauf gekommen. Und du hast recht. Meine neueste Rüstung übertrifft alles bisher Dagewesene. Sie ist leicht und stabil. Sie ist perfekt. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Das Angebot mache ich nicht jedem. Und der Preis deckt auch nur die Herstellungskosten. Wie sieht's mit dem Zug? Was brauchst du? Ja, 20.000 Gold. Gib mir die Rüstung. Das ist die beste Rüstung, die ich je gemacht habe. Ein wahres Meisterstück. So, wir steigern uns auf 50 Punkte mehr. Feuer 50 Punkte machen, Feuer 25 Punkte. Schon ordentlich. Was brauchst du? Pfeiler, definitiv auch Pfeiler. So, jetzt verkaufen wir erstmal ein bisschen Kram hier. Alles weg, das kann weg, das kann auch weg. Weg, 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 weg. Weg damit, weg damit. So, gehen wir noch bei alten Münzen ab. Wo ist er denn? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Hey, du! Interesse an weiter... Sicher? Hast du noch... Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Okay, so. Gehen wir mal zum Pass am Minentern holen. Chorangang an Bord. Pass im Minental. Ich hatte es jetzt hier oben gesehen. Ich weiß halt nicht, wo er jetzt ist. Vielleicht lässt sich auch da hinten beim Bauern nieder. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe schon meine Aufgabe gefunden. Vielleicht ein andermal. Davon lasse ich lieber die Finger. Boanga? Hey. Ich hätte eine Aufgabe. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich werde Korenes verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Nicht, dass sich daran was ändert. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Bin schon unterwegs. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, da holen wir Bandit auch gleich mal an Bord. Diego, Laris. Das wundert mich noch. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Er musste es ja besser wissen, wie er selbst hinter ihm her wäre. Cavalon? Verdammt! Hey, du! Was ist weiß los? Weiß noch Cavalon. Komm zurück. Ich finde keinen anderen Schmied. Tja, mit mir kannst du es ja machen. Bis später am Hafen. Okay. Hafen bitte. So, wo ist denn Laris?
als ob ich nicht schon immer erledigen will. Wie sieht's aus? Willst du nochmal gegen mich antreten? Ich... Hey, Laras. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So hab ich's gern. Wir sehen uns. Bring mir was. Stärke kann er noch trainieren, aber nicht mit Einhandwaffen. Und? Ich bin dabei. Warum sollte ich dich mitnehmen? Ganz einfach, weil du mich brauchst. Ich war Leutnant bei der Königlichen Kriegsmarine. Ich habe als Seesoldat auf der König Roba und auf der Myrtanas Stolz gedient. In der Schlacht um das östliche Archipel habe ich eigenhändig 2 Dutzend Orks zurück in Belias Reich geschickt. Leider waren wir zu wenige. Nachdem unser Flaggschiff versenkt worden ist, mussten wir uns zurückziehen. Wieso bist du dann hier? Die Flotte ist geschlagen und die Soldkassen sind leer. Nach meiner Entlassung bin ich dann hier in diesem Nest gestrandet und suche eine neue Heuer. Was kannst du? Ich bin ausgebildet für den Enterkrieg und im Nahkampf. Ferner bin ich ein ganz brauchbarer Schütze mit der Schiffskanone. Ich wette, es gibt die eine oder andere Sache, die ich dir auf der Reise beibringen kann. Was verlangst du? Was kann ich denn verlangen? Ich bin froh, wenn ich von hier wegkomme. Hand gegen Koje. Ich helfe dir und dafür nimmst du mich mit. Die Reise kann gefährlich werden. Ich bin Gefahr gewohnt. Wenn du da draußen bist, ist jeder Tag gefährlich. Der nächste Sturm kann dein Tod sein. Und die Ungeheuer aus den Tiefen können dein ganzes Schiff am Stück verschlingen. Die orkischen Galeeren muss ich wohl nicht extra erwähnen, oder? Glaub mir, es gibt nichts, wovor ich Angst habe. Ein Seemann, der Angst hat, ist schon tot. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar. Wir sehen uns dann am Schiff. Ja, mindestens 5 Minuten habe ich gebraucht. Ich hab mehr. Das höre ich zum ersten Mal. Den Fall darf ich letzte nicht vergessen. Und, Diego. Was war? Aufstehen. Da bist du ja. Ich hab ja. Du weißt doch, ich bin nur an Fällen von. Mimi, das sind nicht die richtigen Fälle. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. Ah, ein guter alter Motor. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Ich brauche ein Schiff. Du hast ja noch nicht einmal einen Kapitän, geschweige denn eine Mannschaft.
Was ist mit dem Schiff im Hafen? Das gehört mir und das bleibt auch so. Mit diesem Schiff werden wir das Erz abtransportieren. Wenn das erledigt ist, dann kannst du mich ja nochmal fragen. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Okay, und wie komme ich jetzt an den Schiff an? Okay, einmal zu Zardas noch, wegen Lester. Altes Kloster. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich in das Schiff rankomme. Und dann die ganzen Leute, die ich jetzt angehört habe. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Er stellt sich das immer so einfach vor. Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Ich hatte das nicht. Steh du mal den ganzen Tag auf der Pier und versuche, das ganze Chaos zu überblicken. Die Paladiner haben ein Gerümpel angeschleppt. Das ist nicht mehr feierlich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Dann pass mal. Naja, irgendwann hast du schon einen Zauber dabei. Ich kann das nicht glauben. Und ein Erzbrocken. Ich habe auch immer gesagt. Das höre ich zum ersten Mal. Boah, das ist eine ganz ordentliche Crew. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Kann man da nichts machen? Ich glaube, ich verstehe nicht. Ich könnte dir Geld geben, damit du wegsiehst. Ich bin nicht bestechlich und wenn du nicht sofort verschwindest, werde ich das als Beleidigung auffassen. Hey, die Frage ist, wie komme ich jetzt da ran? Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Du brauchst ein Schiff, eine mindestens 5-Mann starke Mannschaft und eine Seekarte, nach der ich navigieren kann. Erst wenn ich sehe, dass du alles zusammen hast, werden wir in See stechen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich gesagt habe. Genau das habe ich auch gesagt. Wie überzeuge ich nur Tagen, dass ich das Schiff kriege? Wie es aussieht, muss ich diese seltsame Insel des Feindes erreichen, doch dafür benötige ich erst einmal ein Schiff, eine Mannschaft und einen Captain. Habe ich alles. Hat vielleicht Theo eine Idee? Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ja, das habe ich auch gesagt. Was soll ich denn vor? Okay, wie kriege ich jetzt ein Schiff? Erst wenn das Schiff frei ist, erst wenn ich das Schiff kann, gehe ich meine Reinigungstour.
Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich könnte dir gucken nach, wo ich noch was lernen kann. Vielleicht hat Batras eine Idee. Batras hat bis jetzt immer gute Ideen gehabt. Hey, du! Jetzt Grundstücke schon gekauft bei ihm. Ja. Und Inos sprach zu ihm, und der Mensch ward ihm untertan. Und Inos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit, der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Ich muss aber nur Lothar davon überzeugen, mir das Schiff zu geben. Die Alternative wäre lieber die Leute einfach abzuschlachten. Worauf warten? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Snären Ausrüstung und Verpflegung. Garond hat zur allgemeinen Mobilmachung aufgerufen. Bald brechen wir auf ins Minental. Jetzt treten wir den Orks in den... Ich kann's kaum erwarten. Okay, vielleicht hat Lord André eine Idee. Weil jetzt stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, was ich tun soll. Die Reinigungstour, die wird mir nicht viel helfen. Die bringt mir gar nichts. Weil die bringt mir vielleicht noch ein, zwei Level, wenn es hochkommt. Und zwei Level ist es wahrscheinlich schon großzügig gerechnet. Aber ich muss irgendwie das Schiff kriegen. Also es muss irgendwie möglich sein. Ich habe alle Drachen im Minental getötet. Wenn das wahr ist, musst du Lord Hagen davon berichten. Geh am besten direkt zu ihm. Wie ist die... Alles unter Kontrolle. Okay, ich habe doch Lord Hagen doch Bescheid gegeben. Meine Schnellreise. Also, ich weiß nicht, wo ich hin soll jetzt. Hey! Worauf... Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Ja, wer weiß über die Ausrüstung und Verpflegung Bescheid? Ach. Kommt drauf an, was... Okay. Ich sage dir, wie es läuft. Falls du trotzdem auffällig wirst und ich in... Was ist hier einer Bescheid?
Ich habe alles, was ich brauche. Geh nochmal runter zu Hafen. Vielleicht hat einer von den Leuten eine Idee, was ich machen kann. Zack, 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 zack. Warte mal. Hey, du. Noch mehr Ärger kann ich nicht bekommen. Hey, du. Hey, du. Was hat denn der Appel noch Bart auf dem Rücken? Meine Meinung kennst du. Machen Sie der Vaporpiece aus. Daran wird sich nie was ändern. Bist du bereit? Du brauchst dein Schiff erst, wenn ich. Man muss gestehen, was man so rum erzählt. Okay, versuchen wir erstmal Nummer 1. Kann ich die töten? Ja. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Bauen Schlüssel. Haben die hier im Kloster eine Idee? Nee. Soll ich ins Minental gehen? Weil die warten ja auf die Versorgung, ne? Warten ja auf die Versorgung, aber... Vielleicht hat da was in der Taverne einer mitgekriegt. Sonst nicht, dass ich wüsste. Das kann doch nicht wahr sein. Zeig mir deine... Klar, Bruder, das... Hier erfährt keiner was. Das ist kein Geheimnis. Von mir erfährt keiner was. Das kann doch nicht wahr sein. Hoffentlich verziehen sich diese schwarzen Magier. Das traut sich ja fast... Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Tja, sonst würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Pass und... Gucken wir mal, wie da die Situation ist. Weil ich muss irgendwas im Minenteil nochmal tun, um halt, ja, hier weiterzukommen. Ich habe hier jetzt eigentlich alles erledigt. Ich habe meine Mannschaft zusammengesammelt. Ich könnte direkt drin. Aber nur tragen gibt mir nicht den Schlüssel.
Hier gucke ich jetzt auch bloß die wichtigsten Spots ab. Bezüglich Erfahrungspunkte, aber irgendwo. Es hätte sowas zu finden, also irgendwas sehen sein. Ich könnte es. Die Worte auf die Versorgung, klar, aber. Welche Versorgung? Von wem? Von was? Essen, trinken, Waffen. Auf was warten die? Und solange die nicht losziehen, hier im Miental zu kämpfen. Kann ich das eh mal jetzt mit dem Schiff? Drachen-Snapper sind ja nicht respawned. Einmal in die Burg. Hey. Da kann man Einhand und Zweihand beibringen. Mal zu Garond, was er noch zu sagen hat. Wie ist die Lage? Wir verrecken hier alle wie die Fliegen, wenn Hagen nicht bald kommt. Auch gut. Und Lothargen wartet auf die Versorgung, die nie eintreffen wird. Ob in hier, also Stichpunkt ist so punktuell gesehen, keine Orks sind, dann kann ich das nämlich dann auch vergessen. Ja, mal kurz drüber fliegen, weil das ist halt ein elender Zeitaufwand. Du gehen. Ja, ja, wir sind keine Freunde mehr, klar. Okay, hat sich das hier erledigt? Auch gut. Burg, nein. Was? Was? Weil wenn ich den nur noch jagen da aufräumen muss, ist es ja noch akzeptabel. Damit kann ich ja noch leben, aber ich muss ja wissen, wo, warum zur Hölle will Lothargen sein Arsch nicht hier los wegbewegen. Muss ich hier erst ohne einen Arsch treten oder was ist hier los? Hey du! Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Patrick helfen. Ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Das ist eine schlimme Sache. Vielleicht hat die Lili Idee. Also, oder ich muss sowas für Ona tun, keine Ahnung.
Ich wäre mir da nicht so sicher. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meine Meinung. Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Was ich glauben soll. Klar, draufkommen ist einfach. Das war doch schon. Immerhin haben wir jetzt den Richter in unserer Gewalt. Du gehst am besten zu ihm und quetscht ein Ermächtigungsschreiben für das Schiff aus ihm heraus. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Das war doch schon vorher klar. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Das Schiff ist voll. Aber wenn sich was ergibt, komme ich wieder. Meine Meinung will ja keiner hören. Ist das wirklich wahr? Okay, das Schiff ist voll. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hey, du. Da kannst du eh nichts dran ändern. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann, warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, dass sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental, klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Erzähl mir nichts, ich kenne sie heute gar nicht mehr. Das war doch schon vorher klar. Der ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter ihm her wäre. Aber effektiv. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Das darf man machen. Das war doch seine Entscheidung. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Keine Ahnung, sag du. Aber ich sollte auf dem Schiff mitnehmen. Warum, welche Upgrades und sowas brauche ich ja nicht? Stärke und sowas. Ich wäre mir da nicht so sicher. Also, wer wird das Einzige, wo ich sage, hier, ja. Einheitwaffe. Für mich ist auch irgendwie Stärke sinnvoll, wie sinnlos, so wie Skill. Mal gucken. Gib mir eine Ermächtigung für das Schiff der Paladine. Du bist ja wohl nicht ganz bei Trost. Was soll ich tun? Du hast mich schon verstanden. Gib mir die Ermächtigung, oder ich werde dich der Miliz melden. Ich lass mich nicht erpressen, schon gar nicht von dir. Ich werde dich den Wölfen zum Fraß vorwerfen, du Stück Dreck. Morgahart hat in deinem Auftrag den Statthalter überfallen. Ich besitze ein Schriftstück, das es beweisen kann. Ja, das wird dir noch leid tun. Mich erpresst man nicht ungestraft. Hier hast du die Ermächtigung. Nun geh. Ich werde später mit dir abrechnen. Ja. Es wird dauern, wenn du mit mir abrechnen kannst, weil ich hau ab. Ich hab Power. Da bin ich weg. Ganz weit weg. Schön weit weg. So. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Worauf... Wir warten mich da nicht ein. Und nochmal dahin, die supporte ich mich einfach. Hoppala. So.
Moment! Ich wollte... Hier gibt... Ich habe ein Ermächtigungsschreiben. Ich darf auf das Schiff. Lass mal sehen. In Ordnung, du darfst passieren. Hochroller. Die Frage ist aber auch, habe ich auch das sah schon den Schlüssel dafür. Es bringt mir absolut nichts, wenn ich das verdorbe, aber auch keinen Schlüssel habe. Bennett mitzunehmen, ist wahrscheinlich eine gute Idee, kriege ich zumindest immer wieder ja, Schmiedeware, Pfeile und sowas. Ich schaffe noch ein Level außerhalb von dem Gebiet. Da müssen wir mal gucken. Hey! Das hätte er auch selbst wissen können. Bist du? Aber klar doch. Ja, gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Warte mal. Ja. Hey, kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Wie kannst du es wagen, du stinkender Abfall von einem... Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Du hast die Wahl. Hm. Hört sich an, als hätte ich keine Wahl. Richtig. Nun gut. Ich werde mich dir anschließen. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Damit kann ich leben. Dann tu, was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. Warte mal. Wenn wir die Sache erledigt haben... Okay. Damit sind wir in der letzten Phase des Spiels. Quasi. Oder in der vorletzten Phase. Jetzt heißt es, wir töten wie geht. Und dann... Ich glaube, alles, was hier haben, welchen starke Ballon der Armbrust. Ein paar starke Tränke brauen. 6 Kronstücke, 8 Drachenwurzel, 2 so essen. Joa. Aber... Unser nächstes Ziel ist, da werden wir das rübergeben. Noch zum Ende der Folge. Ich werde mal ein bisschen schneller machen, weil es ist einfach nur Laufweg, Leute. Es ist nur Laufweg. Ich bin gefühlt schon 200 Mal den Weg hin und her gelaufen. Ja, der Weg gehört mit dazu, aber nee. So.
Werde ich mich hier um die Leute kümmern, alle töten. Nein, das nicht, aber... Wir suchen uns den Torwächter. Glaubst du wirklich daran? Und werden das Tor öffnen. Und dann gehen wir nach Jagendal. Werden da noch mal ein bisschen rumlaufen. Die letzten paar Erfahrungspunkte und sowas holen. Und dann, ja, auf nach Dix. Eldorad. Ob er wo der Typ ist? Ich bin ganz deiner Meinung. Wo hast du das denn schon wieder her? Das Ding bis Tor. Da so. Das kann ja nicht ewig so weit. Ich hätte das nicht gemacht. Ich habe mir das schon gedacht. Wir können nur abwarten. Als ob ich nicht schon. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Und so ist es innerst. Die Frage ist, wie ich das einfach mache? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Sie einfach alle in den Tod zu schicken. Hätte ich dir vorher sagen können. Das Tor aufzumachen und dann. Tod und Verderben oder also auf die regnen zu lassen. Wie man so schön sagt. Ich muss erstmal wirklich Hof finden. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Glaubst du wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Die Probleme habe ich kommen sehen. Man erzählt sich ja so ein. Nee. Ich habe so einiges gehört. Daran wird sich nie etwas ändern. Hey, du! Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Das soll wohl ein Witz. Ich lieber die Finger. Möglich ist alles. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Noch mehr Ärger. Also, ich mich aber zu Info. Hier ist er nicht. Hier kommt man wahrscheinlich bloß über diese Stufen hoch. Genau das habe ich auch gesagt. Mich brauchst du das nicht. Ja, aber was ist denn das Ding? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Meine Mann wird ja nicht so sicher. Bleiben wir hier stehen. Das Minenfeld werde ich jetzt nicht nochmal gucken. Auf jeden Fall alles, was dann hier reinkommt und um die Fesseln drum wird nochmal vernichtet, wenn wir das Tor eröffnet haben. Ein kurzer Ausflug nach Jagendau. Die wichtigsten Stellen erstmal kurz abreisen und gucken, was da noch ist. Wenn das schon ist, werde ich alle meine Punkte in Stärke hauen. Und dann auf nach. Eldorad. Das heißt, vielleicht noch zwei Folgen. Eventuell drei. Ne, dann war es das mit Gothic 2. Fürs Erste. Das ist zumindest der Plan für die. Tage. Also dann, Schluss, Leute. Ich bedanke mich an der Stelle wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis morgen. Tschüss.